Ja gut, wir hätten es uns, sagen wir mal, zur Halbzeit, glaube ich, etwas besser ausgemalt, hätten da gerne noch vielleicht ein Tor nachgelegt, aber wenn man sieht, dass wir in der zweiten Halbzeit dann noch Probleme hatten, dass Wolfsburg auch zu ich glaube, drei guten Chancen gekommen ist und wir da eben auch in der Situation mit dem Glück im Bunde waren, in anderen offensiv nicht, glaube ich, geht das Ergebnis in Ordnung. Wenn es dann immer beim 1-0 bleibt, dann kommt der Gegner auf, das ist eine alte Regel im Fußball, braucht man nicht studiert zu haben, das ist dann so. Und ja, und die spielen hier zu Hause, dann kommt das Publikum nochmal und dann haben wir doch in ein oder anderen Situation auch ein bisschen Glück gehabt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Die haben es gut gemacht, ja, und wir haben einfach in der letzten Konsequenz es nicht geschafft, das zweite oder dritte Tor zu machen, was vorher gut möglich gewesen wäre. Wir haben auswärts gewonnen, das ist natürlich eine gute Ausgangslage, das ergibt sich von selbst, das ist klar. Wir wollten hier auf keinen Fall als Verlierer vom Platz gehen. Wir erwarten von uns, dass wir das im Rückspiel, regeln, dass wir das souverän angehen und dass wir da nichts zulassen. Und das werden wir dann sehen, wie das läuft. Es war schon, ruppig ist schön. Man könnte auch andere Wörter benutzen. Ich glaube, es hätte heute schon deutlich mehr Karten geben müssen für Wolfsburg. Am Ende haben wir zwei gehabt und Wolfsburg eine, kann das sein? Ich weiß gar nicht ganz sicher. Es ist natürlich schon ein bisschen amüsant, dass aus dem Spiel wir mit mehr Gelben rausgehen. Vor allem durch die ganzen Verletzungen, die ich hatte, bin ich natürlich richtig glücklich, dass auch alles hält, dass die Vorbereitung gut überstanden habe. Und ich denke, wenn man dann seine Leistung zeigt in der Vorbereitung, dass man dann belohnt wird. Und ich denke, dass mich der Trainer dafür heute belohnen wollte. Und ich hoffe mal, dass ich ihm mit dem Tor auch was zurückzahlen konnte.